mal doof sind und baden rum. Dann wir sterben, wie sind wir doof und wie ein Klein. Stell dir vor, deine Bibel wird ins Feuer geschmissen, immer und immer wieder. Das war Realität für Somali. Jahrelang drangsalierte ihr Mann sie wegen ihres Glaubens. Er verbrannte jede Bibel, die sie mit nach Hause brachte. Doch Somali betete über 10 Jahre lang treu, dass er Jesus finden möge. Unser Outreach-Team verbringt die meisten Tage in den umliegenden Dörfern, um dort Kleingruppe für die Menschen anzubieten, die das Evangelium noch nie gehört haben oder daran interessiert sind, mehr darüber zu erfahren. Somali wurde Teil einer dieser Kleingruppen. Eines Tages trafen sich ihre Gruppe in der Nähe ihres Zuhauses und sie begannen für ihren Ehemann Wuti zu beten. Sie beteten insbesondere dafür, dass seine Ohren geöffnet werden, damit er die Wahrheit des Wortes Gottes hören könne. In diesem Moment spürte Wuti physisch, wie etwas seine Ohren verließ und er hörte sie beten. Nach dieser Erfahrung war er offen dafür, das Evangelium zu hören. Er verstand die Botschaft und begann ernsthaft Buße zu tun. Innerhalb einer Woche hat sich sein Leben um 180 Grad gedreht und er ist wirklich ein neuer Mensch geworden. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie bedeutend diese Auswirkungen dieser Kleingruppe für die Ewigkeit sind. Wuti und Somali kommen nun jede Woche zum Gottesdienst und beten täglich miteinander. Wir danken euch für eure Unterstützung. Dadurch dürfen wir auch weiterhin viele Geschichten von lebensveränderten Gottesbegegnungen miterleben.